auf das die Treibstoffversorgung vernichtet wird. Naja, ausgeschaltet wird. Na? So. Wir kämpfen gegen... Nee. Warte mal. Gegen Dr. Schrub. Den Arzt, dem die Schrubs vertrauen. X. Ah. Und... X. Und nun mal B. Mist, das war falsch. Noch einmal. X. A. Schwaches X. Und dann so. Y. B. Ausgezeichnet. Und ein Pitztau von Dr. Schrub. Weltraum-Lakito? Ha. Gott. Lakitofu. Machen wir platt. Nein! Au. Ich wusste, dass das kommt. Mario, das war sowas von schlecht. Gott. Oh nun. Y. B. Verdammt. Okay. Lief's nicht so wie geplant. Aber gut. Man muss die... Frucht essen, wenn sie reif ist. Gott, dann jetzt etwas mit besserem Tempo. Ja. So hämmert man doch. Verdammt nochmal. Mit einem Doppelangriff habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das macht nichts. Wir schlagen kräftig zu. Und dann ist Ruhe. Oh, jetzt drei von den Viechern. Gott, Nummer 1 ist benebelt. Und Nummer 1 ist erledigt. Scheiße. Scheiße. Ja, das läuft noch nicht ganz flott. Oh, so geht es jetzt. Die müssen jetzt bloß mal was essen. Also. Guten Appetit. Gut. Weiter geht's gegen Dr. Schruh. Aha, ein Evil-Pilz. Eins. Zwei. Ha. Dr. Schrub. Sie haben nun... gleich... ausgeschrubbt. Und hier sehen wir es. Den unheilvollen Treibstoff aus Elankraft. Und hier sehen wir noch eine Bohne. Haben wir vielleicht hier eine übersehen? Nein. So. Dann jetzt mal hinein. In die... Ah, Moment. So, dann jetzt hinein. In die tieferen Ebenen. Naja, doch nicht ganz so tief. Aber wie ich Elsack sehen kann, sind wir fast durch. Da vorne ist der... ist noch ein Speicherblock. So, speichern fortfahren. So,
Mario und Luigi wurden von ihren jüngeren Versionen gerettet. Wie seltsam mag man sich da aber wohl vorkommen? Aber nun voran und schnell den Kobaltsternsplitter gefunden. Genau. Gegen weiteren Schrubs. Gegen... Aha. Moment. So. Aha. Scheiße. Ich hasse diese Lakitos. Egal, ob er sagt nur normal oder so in Alien-Form. Verdammt. Wieder mal zu früh losgelassen. Also wie gesagt, egal ob in Alien-Form oder er sagt deren Normalform. Ich mag diese Viecher einfach nicht. Scheiße. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. So. Die Nervensäge schon mal erledigt. Dann sind jetzt noch seine Gehilfen dran. Nummer 1 erledigt. Nummer 2 auch erledigt. Und Level up. Ah, grüner Panzer und ein Kanonengeballer haben wir gekriegt. Praktisch. Und nun, Verteidigung hoch, Mario. Und bei dir, Luigi? Geschwindigkeit hoch. Ja, das ist jetzt schon besser. Oh, verdammt. Das sehe ich jetzt erst. Pilzköpfe. Verdammt, die armen Tod. Dafür werde ich ja bezahlen. Halt! Ah! So! Getroffen! Das habt ihr nur davon! Eins! Zwei! Scheiße! Verdammt! So! Ich lasse wirklich immer zu früh los. Schon wieder. Das ist wirklich nicht gut. Naja, aber dafür. Verdammt. Wir können euch nicht befreien. Aber ihr seid nicht umsonst gestorben. Wir werden dieser Fabrik in Kürze... werden diese Fabrik in Kürze dem Erdboden gleich machen. Indem wir zur Quelle der Treibstoffproduktion voranschreiten. Oh. So. Let's go. So. Nun machen wir dich fertig. Weltraum-Lakito. Bis Geschichte. Eins. Gut. Alles schön platt gemacht. Tja. Wir sind echt würdig, den Hammer zu schwingen. Verdammt. Oder doch nicht so ganz. Er konnte doch noch eins von deinen Stachelstrubviechern losschicken. Okay, Mario ist nicht würdig, den Hammer zu schwingen. Okay, er ist doch noch würdig. Luigi jetzt nicht.
Dafür wir. Alle zusammen. Yay, Level Up, Baby Mario. Ja, plus 4 KP. Und beim kleinen Bruder erhöhen wir mal die Verteidigung um. Okay. Dazu sage ich nichts mehr zu meinem Glück. Oder Pech. So, wo kommen wir da, Alex? Ach, das wieder. So. Gut, das können wir am besten erstmal alle verwirren. Und dann alle platt machen. Verdammt nochmal. Die Verwirrung hielt jetzt nicht sehr lang. Aber wir werden immer besser mit dem Hammer. So, und weil wir... Naja, ich denke wohl kaum, dass man so ehrlich sagt, in dieser Folge noch schaffen wird, aber... Aber auf jeden Fall... Ah, Moment. Um den müssen wir uns kümmern. So, jetzt mal Feuer unterm Arsch machen. So, das ist dafür, dass seine Kumpane uns beim in Kuddelmuddel sowas von platt gemacht haben. Nein, nicht den Grünpanzer, davon haben wir zu wenig. So. Gott. Das war die Rache für Kuddelmuddel. Da oben hat sich ein Weg für die Babys geebnet. So. Einmal runter, einmal rauf. Und was ist da unter? Aha. Kümmern wir uns doch nochmal um da oben. Okay. Ah, gut. Babys, wir übernehmen. Ach verdammt, da oben müssen wir jetzt wieder. So. So, Babys, wir übernehmen jetzt. Gut, eine Plattform hat sich gezeigt. Dann können wir jetzt mal rausgehen. Yo! Und jetzt erstmal schön aufräumen. Oh. Was für Qualen diese Toads erleiden müssen. Oder Toads. Ja, Toads wäre, glaube ich, richtig. Oh, Mann. Oh. Also, Tor 1. Also, Tor 2 öffnet den Weg zur Treibstoffversorgung. Tor 1 öffnet den Weg zu... Keine Ahnung, wohin. Werden wir mal herausfinden. Mhm. Hä? Nicht mit uns. Noch nicht. So. Ah. Dr. Schuh. Dr. Schrups! Na, dann machen wir mal den ganzen Feuer nochmal hintan. So. Ein Evil Pilz. Noch so ein Giftpilz. Okay, das Ding kann man wirklich Giftpilz nennen. Aber jetzt verbrennen wir die Pilze mal.
Geburt. Und finale Feuerattacke. Wir bringen diese Doktoren zu. Oder auch nicht. Das Ganze ist wohl doch etwas falsch kalkuliert. Okay, dann noch einmal. Na gut. Nummer 1. Nummer 2. Kommt gleich. Oh, fuck. Okay. Etwas zeitverzögernd explodiert. Also in die Luft gegangen. So. Mhm. So, was haben wir hier? Huckepack. Mann springt, Baby springt. Treffer, hoher Block. Freude. Mhm. Ja, das machen wir gleich. Aber erstmal noch eine Bohne. So. Okay. X. Y. B. A. X. Y. B. A. X. Y. B. X, B. Okay, Konzentration. Oh, verdammt nochmal. Scheiße. Naja, wir haben aber wenigstens ein paar Münzen zusätzlich gekriegt. Und nun müssen wir mal wieder gegen den Weltraum-Fiesling antreten. Angriff. Ja. Scheiße. Luigi. Hier, ein Pilz. Na, warte. Drücke den Knopf des Bruders, der gerade auf den Gegner landet. So einfach. So. Spür die Kanone des Zorns. Das war die Kanone des Songs. Und nun kommt Thor's Hammer. In Reparatur. Noch angemerkt. Gott. War da was? Nö. Ah, Dr. Schrub. Eins. Oh, Evil Piss. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Los! Fire! Feuer, Feuer! Und nun... mal das feurige Finale! Geht schneller als erwartet. Brossblume. Wunderbar. Noch mehr Brossblumen. Na, wir können nachher in der Zukunft der Sand wieder schön einkaufen. So. Ah, noch ein Dr. Schrub. Dr. Schrub! Da, 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 da. Oh. Ja, jetzt müssen wir irgendwie an Dschungelcamp denken.
Nein, wir sparen lieber. Gott. Yeah. Au. Luigi. Was hast du da getan? Das war doch unser Geiersack. Mario, zeig Luigi mal, wie es geht. So. Gut. Ja, ausgezeichnet. Level up. Gut. KP auf. Moment mal, wieso hat Luigi kein Level up gekriegt? Oh ja. Na? Gut. Brüder. Los geht's. Auf große Fahrt. So, stopp. Und. Gut. Hammer! Verdammt! Ja, das lief wieder mal nicht wie geplant. So. Ha. Ja, die Babys haben den Dreh langsam raus. Sollten sich Mario und Luigi und vor allem Luigi eine Scheibe abschneiden. Da weitergehen sollen. Nein? So. Ah, gut. Einmal nach unten. Mario? Ach, nett, ein Abpilz. Okay. Okay. Ganz optimal. Aber gut. So. Gott. So, zur anderen Seite hin. Mhm. Dann wollen wir noch mal gucken. Die nächste Brücke hat sich gebildet. Und die Plattform verabschiedet sich. Toll. Fast draußen und schon laufen wir wieder solchen starren Viechern in die Arme. Na, was soll's. Die sind jetzt platt gemacht.